Hallo Leute, heute habe ich mir jetzt das Stativ aufgestellt, weil Chris weiß nicht, dass ich das Video jetzt drehe. Ich bin mal gespannt, was er dazu sagt, denn ich habe eine Überraschung. Er liebt Käsekuchen mit Rosinen. Und bitteschön den Käsekuchen ohne Boden mit Rosinen. Ich habe ja hier mein ultimatives UFO, wie er immer so schön sagt. Und heute machen wir da drin dann einen Käsekuchen ohne Boden mit Rosinen. Was ihr dazu braucht, es ist super easy, ihr braucht eine Rührschüssel, einen Schneebesen. Das ist alles, was ihr braucht. Und vielleicht noch eine Waage, um den Zucker abzuwiegen, sonst nichts mehr. Ansonsten 500 Gramm Quark, ein Päckchen Vanillezucker eigentlich, aber Schatzi mag es gern ein bisschen mit mehr Vanillezucker, deswegen habe ich zwei. Ein Päckchen Puddingpulver. Ein bisschen Süße, normalerweise Zucker. Ich nehme aber Agavensirup und ein bisschen Milch. Damit muss man sparsam umgehen, sage ich noch im Video. Und dann noch drei Eier. Wie das Ganze geht, ach so, die Rosinen habe ich noch. Die Rosinen. Wie das Ganze jetzt geht, zeige ich euch gleich. Ihr macht ganz einfach alles in eine Schüssel. Das heißt, 500 Gramm Quark einfach hinein. Noch ein bisschen ausputzen, dass auch alles drin ist. Quark ist in der Schüssel. Ich habe noch ein bisschen ausputzen müssen, deswegen musste ich auf Stopp machen. Dann die beiden Vanillezucker müssen hier mit rein. Das ist natürlich verrutscht hier, gell? So. Dann das Päckchen Puddingpulver, Vanillepudding, auch mit rein. Die drei Eier kommen auch gleich mit rein. Hoppla, ups. Und unser Zucker bzw. der Agavensirup, 80 Gramm, kommt auch mit rein. Und wie ich schon sagte, ihr braucht sonst gar nichts. Außer der Schneebesen und dann nämlich alles verrühren. Ich muss das ein bisschen komisch in die Hand nehmen, weil ich es leider nicht anders kann. Es tut mir leid, das hat verschiedene Gründe. Alles verrühren und ein bisschen Milch, aber mit der Milch bitte sparsam umgehen. Ganz sparsam, nur dass der Teig glatt wird, wird ein bisschen Milch reingegeben. Er soll nicht zu flüssig sein. Denn sonst wird es im Umni ja nichts. Wenn er zu flüssig ist, wird es auch wieder nichts. Ich habe mir die Form mit ein bisschen Öl ausgerieben. Mit einem Zewa und ein bisschen Öl habe ich mir trotzdem die Silikonform ein bisschen ausgerieben, weil ich nicht will, dass es drin hängen bleibt. Und jetzt wird einfach diese Masse hier reinlaufen lassen. Und ihr vermisst bestimmt die Rosinen. Das hat aber seinen Grund, weil die Rosinen kommen jetzt zum Schluss. Denn es ist ja ein Käsekuchen ohne Boden. Und von daher ist es wichtig, dass die Rosinen erst zum Schluss reinkommen, denn die sinken ja dann sowieso nach unten. Rosinen sind auch mit drin, ich hoffe, man sieht es gut. Und jetzt kommt das Ganze ab auf den Ofen, und zwar eine Stunde bei ganz kleiner Flamme, dass eben auch nichts passiert, dass nichts anbrennt und, und. Ich habe es schon einmal ausprobiert ohne Rosinen, war richtig gut. Jetzt mit Rosinen, also eine Stunde bei kleiner Flamme, und dann zeige ich euch das Ergebnis. So, die Stunde ist um. Es ist fertig und... Schatzi, du! Was machst du eigentlich hier? Hatte ich hier eine Überraschung für dich geplant. Sag mal her. Käsekuchen mit Rosinen. Ja, das ist meiner, da kriegt kein Nachbar was. Ja, also ich wollte Chris ja überraschen, wie ihr schon wisst, aber leider... Wann kann man den dann schmakulieren? Wenn er abgekühlt ist. Und vor allen Dingen, ich muss euch sagen, mein Plan ist nicht aufgegangen. Die Rosinen sind oben. Aber den Nachbarn nichts auf dem Campingplatz, die haben nämlich alle Hunger. Erstmal geht es um die Rosinen, dass die nicht versunken sind, die sind oben. Also ich kenne es von zu Hause halt so im Backofen, dass sie nach unten sinken. Aber offensichtlich ist das beim Omnia nicht so.
Wenn ihr jetzt den Kuchen rausnehmen wollt, dann müsst ihr einfach nur die Form kurz rausnehmen. Aber ich zeige es euch gleich nochmal, weil dazu muss er noch ein bisschen abkühlen. Und dann kann man die Silikonform rausnehmen, den Körper vom Omnia dann umdrehen. Aber das seht ihr dann gleich. Der Käsekuchen war jetzt eine Stunde bei kleiner Flamme im Omnia. Jetzt löse ich das Ganze mit dem Teigschaber einmal rundum, dann die Silikonform rausnehmen, ganz vorsichtig, den Omnia umdrehen, Silikonform wieder drauf, oben drauf und dann hier runterlösen und dann kann erstens der Kuchen super auskühlen und ihr könnt ihn dann ganz einfach auch runternehmen auf so ein Kuchengitter, wie ich das jetzt hier habe, zum Beispiel zum fertigen Auskühlen. Er sieht gar nicht mal so schlecht aus und da Chris das ja jetzt mitgekriegt hat, ist es keine Überraschung mehr und zudem muss ja irgendeiner auch das Video dann fertig machen, ja? Dann hätte er es ja spätestens sowieso gemerkt. Ja, und somit ist es, wie wir vorhin eigentlich im vorhergehenden Video angekündigt haben, das dann das zweite Video, denn das andere, was wir eigentlich geplant hatten, können wir nicht machen, denn die Waldbrandgefahr ist einfach viel zu groß und offenes Feuer darf man hier nirgends machen. Von daher kommt dieses Video später. Also da müsst ihr euch dann noch ein bisschen gedulden. Und wir essen jetzt gleich, wenn er ausgekühlt ist, unseren Käsekuchen zum Kaffee. Viel Spaß beim Nachbacken. Ja, und natürlich stelle mir das Rezept in die Beschreibung wieder rein, wie das bei uns so üblich ist. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir, obwohl einfach jetzt nur mal die OSB-3-Platten dran sind, schon einmal verschiedene Sachen aufgehängt. Und natürlich muss noch gestrichen werden. Und ich sag euch, verratet's nicht, aber Chris lässt sich bestimmt nochmal überreden, dass wir das andere auch zeigen. In diesem Sinne, bis bald, tschüss und weg!